Hinter den Toren der Stadthalle beginnt die idyllische Franzigmark. Ein ehemaliges Naturschutzgebiet mit einzigartiger Flora und Fauna. Und einem Umweltzentrum. Dort kommen sich Natur und Mensch seit Jahrzehnten näher. Doch nach langer Zeit setzt auch ein rollender Steinmoos an. Wirklich ansehnlich war das Gelände schon lange nicht mehr. Diese mutigen jungen Menschen nehmen das nicht hin. Heute haben sie sich zusammengefunden, um die Franzigmark neu zu gestalten. Das passiert im Rahmen ihrer Projekttage. Fast alle von ihnen absolvieren derzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr. Hektar Fläche bedeuten jede Menge Arbeit. Aaron ist heute zwischen freilaufenden Ponys und Gewächshäusern für die Beete zuständig. Ja, wie ihr seht, legen wir hier die Beete an. Das sind Frühbeete, wo wir vorhaben, Gewürzkräuter zu pflanzen und Gemüse zu pflanzen. Und es gibt aber auch noch eine Sträuchergruppe, die eher sich so um Johannisbeeren und Stachelbeeren und sowas kümmert. Ja. Also wir sind im Endeffekt einfach engagiert bei der Sache für die Umwelt, Naturschutz in Sachsen-Anhalt. Ich finde auf jeden Fall, dass wir ein Beispiel sein können, was erreicht werden kann, wenn sich einfach Menschen zusammentun und zusammen was organisieren und nicht irgendwie auf die Politiker warten und über die vielleicht schimpfen und auf irgendwas warten, sondern wenn wir einfach aktiv werden und was machen und gucken, was wollen wir, was ist uns wichtig. In dem Fall die Natur und eine vielseitige Vegetation und ja, wir machen es einfach, von daher. Die Freiwilligen sind ambitioniert, doch sie sind nicht alleine. Mit dabei ist auch die Umweltschützerin Peggy Engelmann. Sie ist seit einem Jahr für den BUND im Umweltzentrum aktiv. Das Umweltzentrum Franzigmark gibt es ja schon seit fast 100 Jahren, wenn man es so will. Noch nicht ganz. Also wir sind bei 90 Jahren etwa. Da hat es ein Zigarrenfabrikant hier aufgebaut. Dann wurde es zur Station der jungen Forscher. Da gab es für viele, viele Projektgruppen und AGs und über die Jahre, auch zu DDR-Zeiten, wurde das rege genutzt. Die Stadt hat das sukzessive rückgebaut nach der Wende direkt. Und irgendwann hieß es, es soll geschlossen werden, nämlich 2012. Und da hat der BUND gesagt, halt, Moment, wir führen das Ganze weiter. Und jetzt arbeite ich seit einem Jahr hier als Verwaltungsleiterin. Hier hinter uns sehen wir den Bewegungsgeländepfad, der hier entsteht. Hier passiert gerade so ganz, ganz viel mit Holz. Und die Aktiven wollen dazu motivieren, dass die Menschen sich aktiv bewegen können und schaffen Bewegungsanreize, bauen kleine Behausungen, bauen Balancierstrecken und schaffen damit auch noch mal mehr Attraktivität. Die Franzigmark braucht auch einfach immer Menschen, die das Ganze hier beleben. Und da suchen wir auch immer wieder Projektpartner und da hat sich das super angeboten. Wir haben selbst eine FÖJlerin vor Ort und so ist die Idee geboren worden, die Franzigmark aufleben lassen. Aber das haben die FÖJler alles selbst in die Wege geleitet. Wir treffen uns mit den Sprechern seit einem Dreivierteljahr, einmal im Monat und haben das Ganze hier, theoretisch sind wir das durchgegangen und haben überlegt, okay, was für Materialien brauchen wir und hatten dann die Anmeldezahlen, 50 FÖJlerinnen und FÖJler sind hier und haben dann gesagt, okay, für die und die Projekte brauchen wir so und so viele Leute. Ja, und haben Unterstützung von der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz bekommen und vom IJGD, das sind die beiden Träger, die das FÖJ machen. Und ansonsten entsteht aber alles mit der Energie und der Kreativität von den Freiwilligen. Hier war so viel brachliegend und auch hier war vorher eine Fläche, die war einfach nur ein Haufen von nichts, also nur Gestrüpp. Und da haben wir uns gedacht, ja, hier ist so viel Potenzial und das Gute ist, es bleibt als auch. Also es ist nachhaltig. Wir machen nicht was, was jetzt im nächsten Jahr wieder weg ist, weil es irgendwie pleite geht oder andersweitig zugrunde geht, sondern hier sind wirklich Leute mit Kraft und Engagement dabei und die werden das halt auch weiter hier pflegen und unterstützen und somit tun wir was für längere Zeit. Und so arbeiten die Freiwilligen noch weiter, bis die Sonne untergeht. Nicht, weil sie müssen, sondern aus Überzeugung.
Ich fand den Natur- und Umweltschutz eigentlich schon immer wichtig. Ich kann gar nicht so genau sagen, wieso, aber also ich finde halt, dass auch unser Leben hängt ja davon ab und alles Leben auf der Erde. Und es geht so viel schief, was sich ändern sollte. Und es müssten viel mehr Menschen viel mehr für den Umweltschutz machen. Und deswegen wollte ich mich ein Jahr da praktisch engagieren, was dafür machen. Und eben auch, um mal noch ein Jahr Überlegungszeit zu haben und zu gucken, was gefällt mir eigentlich im Leben. Ansonsten ist das FEJ eine ganz tolle Möglichkeit für junge Menschen nach der Schule, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, sich ein Jahr aktiv für die Umwelt und Natur einzusetzen und in ganz besondere Arbeitsbereiche reinzuschnuppern, wo man sonst einfach nicht so reinkommt. Ist dort eine Schubkarre? Ja, bitte! In der Franzigmark gibt es für Kinder und Jugendliche also jede Menge Spannendes zu entdecken. Die Projekttage scheinen somit wirklich etwas Nachhaltiges zu bewirken.